So, damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück und wir sind unterwegs. Wir haben definitiv, ich bin immer eine halbe Stunde, was ja immer die mal Zeit hat, um da hinzukommen. Die haben wir jetzt nicht, aber wir haben einen Sprungantrieb. Ich habe keine Ahnung, wie weit wir springen können. Es müssten jetzt alle, wenn ich das richtig gesehen habe, voll aufgeladen sein. Oh Gott, das sind echt nur 266 Kilometer. Das kann eigentlich nicht sein, bin ich der Meinung. Echt? Weißt du was? Dann springen wir in diese Richtung. So. Jump Drive. Ich brauche nur einen. Jump. So, dann gucken wir einfach mal, ob wir denn da näher dran sind. Ah, jetzt zeigt er an 30 Minuten. Okay. Das interessiert mich nämlich jetzt. Ja, das sind echt nur. Das ist ja ein Witz. Warum ist denn das so wenig? Wirklich nur aufgrund der Masse? Ah, es ist schon hart unfair. Okay. Dann müssen halt noch mehr Sprungantriebe dran. Ja, ja, es ist jetzt auch nicht so dramatisch. Was soll's? Ich würde schon so auf eine kleinere Reichweite, also auf eine etwas größere Reichweite kommen wollen. Versuchen wir es einfach. Okay, was fehlt uns denn also? Eigentlich Powerzellen. Okay, also wir können erstmal weiterfliegen. Das ist schon mal ganz wichtig, dass wir das tun. Okay, irgendwie sowas in dieser Richtung. Und dann Energiezellen. Machen wir 200. Aber definitiv für nicht viel reichen, wenn ich das hier sehe, aber. So. Assembler. So. Und dann. Okay. Das Uran kann eigentlich raus. Das braucht man nämlich nicht. Okay, wir sind wieder voll. Das ist super. Das gefällt mir total. Warte mal, was brauche ich denn hier drinnen nicht? Ja, davon. Nickel fehlt ihm, okay. Kann ich immer noch so eingeben. Was zum Glück genauso heißt, aber. Ja. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall was machen. Kriegen wir da Nickel? Ja, da kriegen wir Nickel. Krieg ich hier Nickel? Ja, krieg ich auch. Einfach mal so ein bisschen, dann sehen wir ja gleich, bekommen wir ein bisschen was, wir sehen es. Sollte eigentlich soweit reichen. Dann haben wir sicher, hoffentlich bald, die weiteren Sprungantriebe fertig. Ich sehe jetzt wenig Chance, dass wir... Das ist Eisen gewesen. Dass wir dort rechtzeitig ankommen. Dafür wird das wahrscheinlich zu lange dauern. Ich gehe mal ein bisschen weg.
wir werden keine 5000 Kilometer springen können. Vielleicht kommen wir, wenn wir Glück haben, so auf irgendwas mit 500 Kilometern. Aber 1000 wird schwierig. Wenn, dann interessiert mich auch eher dieser kleine Mond. Naja, ist das ein Mond oder ist es einfach nur ein Planet, der noch weiter weg ist? Ja, mein theoretisches Ding. Wo ist denn die Erde da? Wo ist denn der Mond der Erde? Ja, der geht so völlig einfach mal flöten. Verstehe ich gar nicht. Warum wir den nicht sehen? Na gut, der wird wahrscheinlich auf der anderen Seite dann rumlungern. Klasse. Na, wir können ja kurz. Kann ich vielleicht so besser gucken? Okay, ja, ich passe sie sich noch mehr an. Ne, also da ist kein Mond zu sehen. Deprimierend, geringfügig. Können wir da ausrichten in Flugrichtung. So. Also die Sache, gehen wir zu dem kleinen Mond-Dingsbums, was dahinter ist, oder nicht? Schwierig. Was macht er denn jetzt? Könnte reichen, ne? Okay, nein. Kopper fehlt. Okay, Gott, warum fehlt denn Kopper? Machen wir. Sogar genug. Gut, die anderen laden jetzt alle auf. Das dauert natürlich wieder Ewigkeiten. Wir sehen es, na jetzt, so über 24 Minuten. Das werden wir nicht hinkriegen. Und diese Geräusche sind herrlich, ne? Wenn das Build and Repair-System total frei dreht. Oh, ein weiterer Assembler vielleicht? Nee, eigentlich nicht, weil... Ja, wobei doch, rein theoretisch zum Zerlegen wäre das gar nicht so verkehrt. Wir sind auch noch gar nicht weit weg von unserem Planeten, ne? Wenn wir sehen, 500 Kilometer. Ist echt keine Distanz. Also rein theoretisch könnten wir aufladen, springen rüber und gucken, dass wir auf eine andere Art und Weise die Sprungkapazität erhöht bekommen. Andererseits haben wir alles, was wir brauchen, dabei. Ja, wir haben sogar ein Survival-Kit craften können. Also, was will man mehr? Eigentlich nicht viel, ne? Ja, wobei doch einen besseren Sprungantrieb. Das wäre nicht verkehrt. 50% hat er jetzt geladen da unten. Das dauert auch einfach zu lange. Ich sehe aber auch keinen von den anderen Planeten, ne? Da ist was. Jump Drive Station. Okay. Warte. Echt jetzt? Die Kamera ist aber unflexibel. Sieht ja lustig aus. Lässt sich besser zielen, wenn man das so macht. So. Ja, das wird interessant mit dem Flug da durch die Asteroiden, die da gerade kommen. Egal, schaffen wir schon. Gut, 59%. Warum macht er jetzt nicht weiter? Ich verstehe das gerade nicht.
Okay, er produziert nicht weiter, weil schon wieder Nickel fehlt. Gut, da fehlen halt nur noch 4 Stück, ne? Ja, und da hat er mal immer wieder welche reingeschmissen. Das ist wieder das meiste Problem wahrscheinlich. Ich bin skeptisch, ob wir daran vorbeikommen. Ich weiß es nicht genau. Ah, egal, wir probieren das einfach. 66%. Nicht genug, hätte ich jetzt gesagt, aber egal. Eisen sollten wir auch genug haben. Wir hatten ja noch ein paar tausend weggepackt in irgendwelche anderen Lager. Naja. Ah gut, guck mal da. Da hat er jetzt den einen fertig. Ja. Und den wird er jetzt nicht fertig bekommen. Das kann ich, glaube ich, schon so beurteilen. Genau. Was haben wir denn noch, was wir auseinandernehmen können, was hier an Munition rumkriecht und so? Nickel und Kobalt, das bringt sogar gut was. Oh, man, davon einfach 10 Stück und einfach mal so von allem ein bisschen. Wir brauchen das Material und wir brauchen auch relativ viel. Lass mich mal kurz weiter hier machen. Kupfer ist jetzt das Problem. Ja, da sehe ich sogar wirklich ein Problem drin. Aber wobei, er füllt auf. Also irgendwo müssen wir noch Kupfer übrig haben, dass es auffüllen kann. Ja, dann ist auch wieder Nickel weg. Natürlich doof, dass es dann jetzt alles so lange dauert, ne? Bis er dann endlich mal fertig ist. Und wir dann entsprechend springen können. Ich bin schon am Überlegen, ob wir nicht doch über einen Verbinder entsprechend einen großen Sprungantrieb dran setzen. Und den dann halt nutzen. Allerdings ist so eine Sache mit einem Verbinder, das ist keine so richtig gute Verbindung, also keine so feste, weshalb das ja, wie wir es in der Vergangenheit ja schon leider erleben mussten, dann doch so einige Problemchen mit sich bringen kann. Und ich bin da nicht so ganz begeistert. Ja, wirklich nicht so ganz. Ja, vielleicht fällt uns ja noch was ein. Tja, ich würde sagen, wir lassen den hier weiter fleißig werkeln. Ich lasse den das hier zerlegen. Siehst du, ich muss noch was trinken, wie ich hier gerade. Wirklich. Ja, Suppe. Das bringt doch gleichzeitig was. Okay, und dann, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal.